Guten Morgen und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ja, heute sechster Tag, sechste Etappe hier auf dem Olavsweg in Norwegen. Ja, das schlechte Wetter ist rum, es ist herrlich sonnig heute wieder und wirklich ganz, ganz herrliches Wanderwetter heute. Ich habe gerade die Herberge in Hama verlassen, eine ganz tolle Herberge hier, ganz modern, kleines Haus. Ich würde sagen, ja, also Betten hat es glaube ich für 8 Leute, aber zur Not könnten wahrscheinlich auch mehr drin übernachten, wenn die Luftmatratzen ausgerollt werden oder sowas. Auf jeden Fall ganz tolle Infrastruktur, alles vorhanden, kann da richtig alles auftanken. Ja, und jetzt geht's weiter, heute eben nur eine kurze Etappe, 26 Kilometer, die erste nicht 30 Kilometer Etappe. Da habe ich halt auch mal richtig Zeit, das ein bisschen zu genießen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, habe auch einige Leute kennengelernt heute, die jetzt vor und nach mir unterwegs sind. Bin ich mal gespannt, die alle wieder zu treffen auf dem Weg. Manche gehen von Hama aus direkt nach Lillehammer weiter mit dem Skiplattner, mit diesem historischen Raddampfer. Aber die werde ich sicherlich auch im Laufe der Strecke auch wieder treffen. Bin ja etwas schneller dann unterwegs. Ja, ich lade euch natürlich ein, wieder mitzukommen auf die sechste Etappe nach Veldre. Los geht's! Gleich heute Morgen ist es ein ganz herrlicher Abschnitt hier auf dem Olavsweg. Von der Herberge ging es nochmal ein Stück zurück in Richtung der alten Kathedrale des Doms und dann durch so ein Museumsdorf und dann jetzt durch so Parkanlagen am See entlang. Ein herrlicher Blick heute Morgen so raus auf den See und das andere Ufer. Ja, haben natürlich auch, also ich habe herrliches Wetter heute. Besser könnte es Wanderwetter gar nicht sein. Es geht kein so starker Wind mehr. Es ist warm, aber nicht zu heiß. Natürlich auch noch, jetzt noch früher Morgen. Die Sonne scheint. Der See liegt blau vor einem hier. Es ist traumhaft. Jetzt, wo ich so aus Hama raus bin, ging es ein bisschen bergauf, aber nur ein bisschen. Und durch den ganz tollen Wald, Naturreservat, ja, das duftet herrlich. Die Fichten hier, die von der Sonne beschienen werden, das Fichten meistens und Kiefern. Aber ein ganz herrlicher Pfad zu gehen, weil alles so Nadelbaumstreu. Ganz weicher Boden. Ja, und dadurch, dass es geregnet hat gestern, ist der Boden auch noch ein bisschen weicher. Musik.
nach der Kirche von vorne ist wirklich ein schöner Wegabschnitt hier auf so einem ja, etwas breiteren Fahrweg, so einer Schotterstraße. Aber man läuft oben über so eine Kuppe weg und man hat wirklich sehr, sehr schöne Ausblicke links und rechts runter. Man hat den Mjössersee gerade eben nochmal gesehen, jetzt hier auf die andere Seite, so auf die Gehöfte und Höfe. Ja, wirklich sehr, sehr schön. Gerade bei dem Wetter, man kann auch ganz weit gucken. Ich weiß nicht, ob das auf der Kamera so ein bisschen rauskommt. Ein schöner Abschnitt. Der Weg durch Brummental hat sich jetzt also doch ganz schön gezogen. Es war zwar am Schluss schön jetzt durch die Innenstadt, durch die Fußgängerzone, aber man musste auch eine ganze Weile durchs Wohngebiet marschieren. Jetzt geht es wieder raus aus der Stadt. Wir haben noch etwa 5-6 Kilometer bis ins Ziel. Wie ihr an der Rucksackhülle erkennen könnt, ist mir auch heute dieser kleine Regenguss kurz vorm Ende nicht erspart geblieben. Ja, es hat jetzt gerade eben sogar ein ganz klein bisschen gehagelt, aber nur für ein paar Minuten, schon wieder vorbei. Sehr schöner Weg hier, hoch von Brummental Richtung dem Ziel. Steigt leicht an, es geht wunderbar, so ein bisschen durch den Wald durch. Fast wie so ein Baumtunnel. Und man kann auch immer wieder so ein bisschen rechts, links rausschauen. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Es dürften jetzt wirklich nur noch 2 Kilometer sein zum heutigen Tagesziel. Es ist gerade 14:45. War halt heute eine relativ kurze Etappe, glaube ich 26 Kilometer, kurz jetzt für die Verhältnisse, die ich bis jetzt gelaufen bin. Aber ich bin trotzdem froh, heute im Ziel zu sein. Einfach vielleicht noch mal ein paar Sachen zu erledigen. Ich habe vergessen, zum Beispiel gestern Abend mein GPS-Gerät auszuschalten, was ich dabei hatte, als ich mir so ein bisschen Hammer angeguckt habe und habe heute Morgen halt feststellen müssen, dass es komplett leer war. Naja, jetzt heute Abend habe ich die Möglichkeit, es wieder aufzuladen. Eine Mitwanderin hat die Unterkunft für den nächsten Tag auch schon fest gemacht, für mich auch. In Ringli, das sind dann morgen nur 20 Kilometer sogar, aber das haut halt dann ganz gut hin mit dem nächsten Tagesziel Lillehammer. Ich bin angekommen in Veldre, in der Herberge hier, etwa 6-7 Kilometer hinter Brummental. Ja, ich möchte euch ganz gern die Herberge noch schnell zeigen. Ist wirklich schön hier. Ein netter Platz. Man kann von der Herberge so ein bisschen auch wieder runterschauen zum Mjössersee, der so ein bisschen hervorlugt. Ja, es hat, wie gesagt, vorher mal kurz nochmal geregnet geschaut, aber wir haben es geschafft. Es wechselt jetzt immer Sonne, Regen, Sonne, Regen. Hab gerade Wäsche gemacht noch, die trocknet jetzt hier, könnt ihr vielleicht hinter mir auch sehen. War heute wirklich mal nötig. Ja, und ich würde euch mal schnell durch die Herberge durchführen. Ist ganz tolles Teil.
So, hier hinten sind gleich Duschen mit drei Duschen, Toilette. Hier geht's hoch, zweiter Stock. Kleine Küche, sogar mit einem kleinen Lager hier für Leute, die jetzt vielleicht gar nichts zum Essen dabei haben. Die können hier ein bisschen was einkaufen. Gibt es dann also eine Preisliste. Wenn man sich was rausnehmen möchte. Geschirr, alles da. Und Herd. Das hier ist der Aufenthaltsraum. Ich denke, hier werden wir auch essen dann. Und mein Bett im Moment noch belagert mit allem möglichen Müll aus dem Rucksack. Muss ich natürlich noch frei machen. Es sind hier drei Betten aufgebaut, beziehungsweise zwei Betten und ein Notbett, aber wie ihr seht, hier hinten hat es massenhaft Matratzen. Also hier kämen vom Raum her auch noch wesentlich mehr Leute unter als die drei, die wir hier heute Abend sehen.